Hallo Leute, ja, wir sind hier mit unserem Boot unterwegs in Richtung Sumpf. Ich hatte Bäume gefällt, damit ich an Holz komme. Und dann habe ich ein paar Piekser da gemacht am Lager. Das habe ich verbessert, Möhren noch gemacht. Ja, und jetzt wollen wir doch mal gucken, dass wir mit dem Schlüssel an Eisen kommen, ne? Dann schaut mal das Logo und dann gehen wir gucken, dass wir in den Sumpf kommen. Ja, irgendwann kam der ja auf der linken Seite hier, der Sumpf, oder? Müssen nur immer schön gucken, dass wir nicht hier. Sag schon, ich fange an zu frieren. Dass wir nicht. In die Flaute kommen. Das wollte ich sagen. So. Und ich glaube, jetzt auf der linken Seite müsste schon so langsam, aber sicher der Sumpf erscheinen, meine ich, ne? Lass mal das ein bisschen bei dem Sturm hier das Segel ein bisschen reinholen. Ah, weiß jetzt nicht. Oh, was ist das? Oh, was war das? Das erscheint mir jetzt nicht gerade das Beste, was ich hier machen kann. Oh. Kann ich jetzt verschwinden und hab da eine Chance oder jetzt bin ich auch noch in der Flaute. Das heißt, ich bin jetzt verloren. Das wird nichts mehr dann. Ich glaube, ich habe jetzt echt keine Chance gegen das Vieh. Was ist das für einer vor allem? Werde ich den noch wieder los? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal relativ gut unterwegs. Aber jetzt in der Flaute, das ist natürlich schlecht. Jetzt hat er mich nochmal erwischt. Ich bin auf jeden Fall entkommen wohl. Oder auch nicht. Wo ist das Vieh da? Kriegt ihr mit Pfeil und Bogen kaputt? Seeschlange. Ja, kriege ich wohl kaputt. Ja, und Pech, ey. Ja, schade, jetzt ist er mal weg, ne? So, wo sind wir denn hier? Das ist die Frage. Die Seeschlange ist weg. Aber das sieht jetzt nicht nach einem Dingens aus. Nach einem Sumpf. Dann stelle ich mir gerade die Frage, ob ich das Boot überhaupt wieder auf den Dingens kriege, ne?
Birkenschößling, nee, ich wollte reparieren. Kultivieren. Ah ne, 5 brauche ich nicht, 4. Handwerkstation fällt und wie wir sehen, ist es fast kaputt, das Boot. Ja, das würde bedeuten, ich muss gucken, dass ich jetzt hier eine Handwerkstation hinkriege, ne? Das wird ja auch ganz spannend. Was ist das da? Zwei. Ist das eine Nixe oder was? Hier haben wir ein Zinnvorkommen, okay. Auch sehr schön. Was ist das für ein Vieh? Ach, es ist ein Hirsch im Regen, okay. Okay, wir müssten jetzt erstmal Holz schlagen. Zwei, ne? Zwei geht's vielleicht, ne? Kriege jetzt hier die Handwerksgeschichte dahin, dass ich ah, super. Jetzt habe ich mein Boot selber kaputt gehauen, oder wie ist das? Haut ab hier. Da ist noch grüner. Na super, ne? Ja, das Boot ist gleich ganz kaputt. So, kriege ich es jetzt oder? Mann, ey. Jetzt muss ich schnell den Hammer rausholen hier, um was zu bauen. Die 5. Und Herstellung, Werkbank. Reparieren. Boah, zum Glück, ey. Weil das wäre richtig ärgerlich gewesen, wenn die kaputt gegangen wäre, ne? Ja. Wo ist der nächste, bitte schön? Wo sind die grünen Augen da? Was wollen die alle von mir jetzt mit mal? Hier ist auch ein Zinnvorkommen, auch cool, ne? Alles aufgesammelt? Ich glaube schon, ne? Hier im Boot ist irgendwie noch was, oder? Ich bräuchte jetzt doch eine Unterkunft und ein Bett eigentlich, ne? Speichere Welt in 30 Sekunden. Und wie ist es wie mit Licht? Da ist die Werkbank. Kriege ich hier ein Bett gebaut? Aber da brauche ich wieder ein Dach über den Kopf, glaube ich, für, ne? Möbel, Bett. Ja, das würde schon mal klappen. Anspruch Bett, Bett benötigt ein Dach. 5. Wände bauen. Und ein Dach bauen.
Holz fehlt. Nicht. Holz fehlt. Hier war der Baum irgendwo, ne? Oder? Da. Nee, doch nicht. Wo ist denn der Baum? Hab ich den schon komplett abgeholzt? Nee, oder? Ah, da oben liegt er. Wir haben schon wieder nichts mehr zu essen, naja. Okay. Ist das der Baum? Zwei. Okay. Dann bauen. Ja, wunderbar. Jetzt kommt auch noch ein Troll. Alter Schwede, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Für den brauchen wir die Pfeile. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht mehr. Ist er abgehauen? Da ist ein Hirsch. Da oben läuft er lang. Wenn er weg ist, ist er weg. Dann geht's erstmal, ne? Ne, 5 war das. Das war verkehrt, ne? Da rennt er wieder rum. Und jetzt müssen wir nochmal die 6 rausholen, oder? Da hinten steht er. Aktuell will ich den aber gar nicht angreifen. Und da ist Tagwirt. Kriegen wir das hier hin mit dem Wildchen, dass wir das wieder ins Wasser kriegen? Dafür muss wieder ein Sturm kommen, würde ich sagen, oder? Tja, der Troll, der geht dann schon auf den Sack, ne? Da vorne ist, glaube ich, auch noch eine Kammer, oder? Ich glaube, wir sind losgekommen. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal raus hier. Ja, jetzt könnte es klappen, oder? Ja, haben wir es geschafft. Spannend, ey.
Kriegen wir das jetzt auch gedreht? Ich glaube nicht, ne? Also irgendwie komme ich gerade nicht voran, ne? Klappt das jetzt? Boah, ich habe das Ruder voll eingeschlagen und es geht nicht rum. Jetzt haben wir Flaute, ist klar. Kriegen wir das Boot gedreht in den Wind? Komm schon jetzt. Ja, wir kriegen Wind. Jetzt wollen wir hoffen, dass nicht schon mit der Seeschlange dann kommen, ne? Na, jetzt müssen wir erst wieder in den Wind rein, ne? Bisschen kreuzen müssen wir jetzt. Aber ich sehe schon, die Folge ist lang genug. Wir machen erst hier wieder einen Cut und hoffen, dass wir, ne, in der nächsten Folge dann den Sumpf erreichen, ne? Okay, ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.